Mensch, Edgar, du überraschst mich immer wieder. Was hast du bloß für einen guten Geschmack? Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen meiner Lieblingskuchen, weil da sind ganz, ganz viele Limetten drin. Wir machen Key Lime Pie. Und dafür brauchen wir einen Boden aus Butterkeksen. Dafür müsst ihr Butterkekse zerschreddern. Das könnt ihr entweder in einer fancy Gerätschaft machen oder in einem Frischhaltebeutel, wo ihr die quasi reintut und dann mit dem Nudelholz ein bisschen draufschlagt. Der hat sich gedacht, ich weigere mich, aber nein, du kommst in die zweite Fuhre. Dieser Keksboden kommt jetzt in diese Form und damit das zusammenhält, müssen wir ein bisschen Butter schmelzen. So, unsere Butter ist geschmolzen. Jetzt darf sie zu den Keksen. Und damit der Boden so richtig aufregend schmeckt, kommt eine Prise Salz dazu. Sowie für die Lieblichkeit ein bisschen Zimt. Jetzt wird das Ganze vermengt. Übrigens, ich habe eine Form, wo man den Boden rausnehmen kann. Das ist nämlich super praktisch, weil wenn es nämlich nicht so ist nachher, hat man diese Tarte dann da drin und dann weiß man gar nicht, wie man sie rausholen soll. Und am Ende zerbricht sie noch. Und nachher können wir einfach das so machen. Jetzt kommen die Kekskrümel in die unfassbar praktische Form. Jetzt drücke ich den Boden so ein bisschen fest und ich ziehe ihn am Rand so ein bisschen hoch. Dann hat man quasi noch so einen schönen Knusperrand nachher. Dieser Teig ist auch total praktisch. Da kann man so viele Kuchen mitmachen. Eigentlich überall, wo steht Mürbeteig, kann man auch einfach einen Keksteig machen. Das ist nämlich ein bisschen einfacher. Das Ganze kommt jetzt zum Festwerden in den Kühlschrank und in der Zeit machen wir die Limettenfüllung. Und zwar brauchen wir 150 Milliliter Limettensaft. Eigentlich habe ich ein bisschen das falsche Kleid an, ne? Aber es gab keins mit Limetten. So, das sind 150 und die heben wir uns nachher fürs Topping auf. Jetzt geben wir den Limettensaft hier rein. Und damit die ganze Masse fest wird, brauchen wir Eigelbe. Und zwar 4 Stück. Übrigens, das Eiweiß nicht wegschmeißen. Das kann man sehr gut einfrieren. Und es gibt ja auch öfter Rezepte, wo man nur Eiweiß braucht. Und dann kann man es einfach wiederverwenden. Und diese Masse wäre selbst mir zu sauer. Deswegen süßen wir das Ganze und zwar mit gesüßter Kondensmilch. Seht ihr, wie cremig das wird? Und damit der Limettengeschmack noch intensiviert wird, kommt noch Abrieb dazu. Auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr unbehandelte oder Bio-Limetten bekommt. Jetzt schön verrühren. Schaut mal, jetzt hat das schon so eine leichte grüne Farbe und wie das hier duftet in der Küche nach Butter und nach Limette. Ja! Das Ganze kommt jetzt wieder auf unseren gekühlten Keksboden. Und diese Masse kommt jetzt auf unseren gekühlten Keksboden. Und das Ganze kommt jetzt auf unseren gekühlten Keksboden. Das geht nicht. Der Boden ist jetzt wunderbar fest geworden. Und da kommt jetzt unsere Limettenmasse drauf. Nun könnt ihr das Ganze einmal so ein bisschen schütteln, damit sich die Füllung gut verteilt. Am liebsten würde ich es schon roh essen, aber ich glaube, ich back's kurz. Das Ganze kommt nämlich jetzt in den Ofen. Vorsichtig am Rand reintragen. Alright. Mein Kuchen ist fertig. Wundert euch nicht, wenn er nicht braun geworden ist. Er muss einfach nur fest werden. Das Ganze muss jetzt richtig schön abkühlen und dann machen wir das Topping. Unsere Tarte ist abgekühlt. Jetzt werden wir sie aus der Form lösen. Achtung. Zack. Gleich auf eine schöne Etagere. Ich kümmere mich jetzt um die Creme. Und zwar kommt nämlich noch ein Limetten-Topping drauf. Normalerweise kommt auf diesen sogenannten Key Lime Pie eine Baiser-Schicht, aber ich wollte ja die absolute Limetten-Explosion. Deswegen kommt bei mir noch eine Limettenschicht oben drauf. Wir brauchen eine Schüssel und Creme Fraiche. Flupp. Und noch die Hälfte hiervon. Das Ganze süßen wir mit ein bisschen Vanillezucker. Und noch ein bisschen normalem Zucker. Und natürlich noch mehr Limette. Ich habe ja noch die von vorhin. Einmal der Abrieb. Und ein bisschen Saft. Gut verrühren. Ich erkläre euch noch mal kurz, warum das Ganze eigentlich Key Lime Pie heißt. Und zwar kommt der Kuchen ja aus Amerika und da gibt es eine Inselgruppe bei Florida, die heißen die Keys. Und da wächst eine bestimmte Limettensorte und traditionell wurde der Kuchen eben mit diesen Key Limes gebacken. Geht aber auch mit ganz normalen offensichtlich sehr gut. Die Creme ist gut verrührt.
Jetzt streichen wir sie so ein bisschen, einfach so ein bisschen rough. Bei Creme Fraiche ist es auch so, witzigerweise, wenn man sie rührt, wird sie ganz weich. Wenn man das Ganze dann aber wieder in den Kühlschrank stellt, wird sie wieder härter. Jetzt kommt so ein bisschen ein welliges Muster auf den Kuchen. Als letztes Special habe ich noch kandierte Limettenscheiben gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, das Rezept gibt es unten in der Videobeschreibung oder auf unserer Yamtamtam-Seite. Die kann man einfach so essen mit Schale und die lege ich jetzt noch zur Deko obendrauf. Aber wenn ihr keine kandierten Limetten habt, schmeckt es ohne natürlich eigentlich genauso gut. Nur so sieht es irgendwie noch limettiger aus. Zu aller guter Letzt noch mit der groben Seite von der Reibe ein paar Zesten. Zesten nennt man quasi diese länglichen Zitronen- oder Limettenabriebstücke. Ich darf probieren! Och, guck mal, wie schön er aussieht. Seht ihr diese Schichten? Super creamy. Ich befinde mich aktuell im Limettenhimmel. Das schmeckt so unfassbar gut und frisch und es war überhaupt nicht schwer, es zu backen. Wenn ihr genauso gerne Limetten mögt wie ich, dann backt diesen Kuchen nach, schickt mir ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam und ich sage Tschüss, bis bald!